So, moin moin, wir sind hier im Angelparadies Zwillbrock und heute möchte ich euch mal zeigen, wir sind bekannt wegen der Störangelei in Deutschland und heute möchte ich euch zeigen, was man mit den Stören machen kann. Wir werden die heute schlachten, filetieren und räuchern und Benek ist dafür zuständig, dass sie gleich in den Räucherofen kommen. Ich werde sie gleich filetieren für euch und werde euch die Schritte erklären. Wie erfolgreich die Störangelei im Angelparadies Zwillbrock sein kann, beweisen die vier Angler, die wir an diesem Morgen rein zufällig auf dem rechten hinteren Steg treffen. Wir sind jetzt 3 Tage hier am Zwillbrocker See, Angelparadies. Und die ersten 2 Nächte waren jetzt nicht so berauschend. Also ein Stör hatten wir da. Aber die 3. Nacht, die war dann vom Feinsten, wie Sie sehen. Also haben wir da mal derbe gut zugeschlagen. Ein schönes Erlebnis. Wir sind hier jetzt im Schlachtraum vom Angelparadies Zwillbrock. Wir schlachten jetzt hier Störe, unter anderem ein Exemplar wie dieses, ein Beri mit ca. 6 Kilo. Als ganzer Fisch einfach in die Küche, in der Küche nicht verwertbar. Schöner sind einfach Filets. Das werden wir jetzt mal machen. Scharfes Messer, ganz wichtig. Den Fisch drehen wir auf die Seite, setzen das Messer hinter den Brustflossen an. Drehen dann den Fisch ein wenig auf die Seite, schneiden hier an der Mittelgräte entlang, bis wir mit unserer Klinge da einmal durchkommen. Dann stoßen wir einmal durch und schieben die Klinge an der Mittelgräte entlang. Und zerteilen diesen einmal der Länge nach. Ganz wichtig sind immer scharfe Messer zum Filetieren. So, wir können also alle Innereien in den Fisch lassen. Wir brauchen vorher nicht anfangen, diese zu schlachten. Man sieht auch hier, es ist unwahrscheinlich fest verwachsen. Anders wie bei anderen Fischen ist es wirklich eine Quälerei, dieses aus der Bauchhülle heraus vernünftig zu entfernen. Da alle Stränge der Därme und auch der Schwimmblase mit der Rückengräte verwachsen sind. So, dann drehen wir das ganze Ding einmal um. Und schneiden auch jetzt wieder an der Mittelgräte entlang. Und zerteilen unseren Fisch. Und das, was dann davon überbleibt, ist nur noch Abfall. Alles Verwertbare liegt jetzt hier auf unserem Tisch. Hier, auch da sieht man noch mal sehr gut, wie alles miteinander verwachsen ist. Und dieses wirklich sauber zu entfernen aus dem Bauchraum heraus, ist einfach schwierig. Wir räuchern hier die Filets, weil auch der Geschmack von der Lauge viel besser ins Fleisch eindringen kann. Gerade bei so dicken Fischen und so großen Fischen wie bei den Stören ist es einfach schwierig, dass durch die dicke Lederhaut in den dicken Rücken, in den schmackhaften Bereich eigentlich, die Lauge richtig einziehen kann. Und jetzt über die Schnittfläche der Filets kann dieses also recht gut geschehen. Wir entfernen noch hier ein bisschen Knorpel von der Mittelgräte, vom Rückgrat. Und haben jetzt hiermit ein herrliches Filet. Hallo, ich bin der Benek vom Angelparadies Zwillbrock
Und ich mache die Weiterverarbeitung von den Störfilets, die der Andreas Kleinhaus gerade filetiert hat. Und zwar die Filets, die lege ich in einen großen Behälter, damit die da genug Platz drin haben. So, wie rum sie liegen, ist eigentlich relativ egal. Die Menge des Wassers ist dann, je nachdem wie viel Filets in dem Behälter sind, sollte schon mindestens 10 Liter haben. 10 bis 20 Liter, da passen dann etliche Filets rein. So, während das Wasser läuft, nehme ich unsere Räucherlauge. Die ist von der Firma FTM. Das ist dann Fishing Tackle Max. Ja, davon gibt es einige Varianten bzw. mehrere Geschmacksrichtungen. Wir haben festgestellt, dass die Räucherlauge von FTM einer der besten Laugen ist. Für uns eigentlich die beste Lauge. So, das ist jetzt die Geschmacksrichtung Delikat. Und die tue ich jetzt in das Wasser. Gleich werden so circa 20 Liter Wasser in dem Behälter sein. Von der Räucherlauge, also ein so ein Päckchen Räucherlauge, passt in 10 Liter Wasser. Oder ist für 10 Liter dann abgestimmt. Das Salz, das liegt jetzt auf dem Boden von dem Behälter. Und im Prinzip rühre ich dann nochmal in dem Behälter die Filets richtig schön durch. Und das dauert so circa 20 bis 30 Sekunden. Dann ist das Salz aufgelöst. Der nächste Arbeitsschritt bei den Filets ist im Prinzip, wir holen sie aus der Räucherlacke und reinigen sie. Das heißt, die überflüssigen Gewürze, die jetzt noch da drauf sind, und so ein bisschen den Fischschleim von der Haut, den machen wir dann ab. Und wenn das Filet sauber ist, legen wir es mit einem kleinen Abstand aufs Räucherrost. Krönender Abschluss ist dann unsere spezielle Gewürzmischung, die wir selber produzieren bzw. selber anmischen. Die sieht dann ungefähr so aus. Ja, für alle Anfänger bzw. für die, die mit dem Räuchern anfangen, reicht eigentlich auch ein Fischgewürz, das gekauft wird und das dann von dem Angler halt selber mit ein bisschen Pfeffer, Salz, verschiedenen Dillsorten gemischt wird, wie der Angler das halt nach seinem Geschmack haben möchte. Durch das Gewürzsalz trocknet der Fisch dann auch etwas schneller. Das heißt, man muss ihn dann nicht mehr im Räucherofen ein bisschen trocknen lassen, sondern kann dann den Räucherofen direkt anschmeißen. Ich habe jetzt die sauber gemachten und fischgewürzten Filets vom Stör. Die habe ich jetzt auf dem Gitter und die kommen jetzt in den Räucherofen. Jetzt kommt der Behälter mit dem Räuchermehl einfach über die Flamme. Dann wird das zugemacht. Und bei uns ist das mittlerweile so, dass wir halt anhand der Menge, wie das Gas ausströmt, das hören wir.
So, dann wissen wir ungefähr, was für eine Gasmenge austritt. So, und das war's im Prinzip. Jetzt entsteht im Prinzip die Hitze, der Rauch geht hoch und der Fisch wird geräuchert. Jetzt sind ca. 20 Minuten vorbei. Jetzt kontrolliere ich die Temperatur von dem Räucherofen. Die dürfte jetzt eine Temperatur von ca. 70, 80 Grad erreicht haben. In dem Fall sind es jetzt schon 80 Grad. Der Räucherofen wird jetzt etwas runtergestellt, beziehungsweise die Gasflasche, dass die Temperatur jetzt auf 90 Grad noch hochgeht, allerdings etwas langsamer. Das dauert dann jetzt ca. nochmal 10 bis 15 Minuten und dann hat die Temperatur, dann ist die Temperatur bei ca. 90 Grad. So, jetzt sind ca. 40, 45 Minuten um, nachdem wir die Fische in den Räucherofen gesetzt haben. Und die Temperatur wird jetzt nochmal kontrolliert. Jetzt liegt die Temperatur bei 90 Grad. Jetzt drehe ich die Gasflasche im Prinzip zu, dass die Flamme weg ist. Und ziehe den Behälter mit dem Räuchermehl heraus. Und fülle dann nochmal Räuchermehl nach. Ab jetzt wird die Temperatur nicht mehr steigen. Die Gasflasche haben wir ja zugedreht. Und jetzt wird die Temperatur in den nächsten 30 Minuten konstant langsam fallen. Und die nächste Kontrollrunde führen wir dann in 10 Minuten, 15 Minuten durch. Jetzt sind anderthalb Stunden um. Die Temperatur ist jetzt von 90 auf ungefähr 70 Grad gefallen. Und jetzt machen wir im Prinzip den Räucherofen auf. Die Filets sind fertig. Die bleiben jetzt noch ca. 20-30 Minuten bleiben die im Räucherofen mit geöffneter Tür. Ich kann mal die Filets einmal zeigen. Man sieht auch sehr schön, dass ein großer Fettanteil von den Filets sich verflüssigt hat und oben in der Bauchkante, in dem Bauchlappen jetzt liegt. Ja, man sollte sie jetzt aber noch nicht direkt rausziehen oder beziehungsweise rausnehmen. Die sollen also jetzt noch langsam, die Temperatur soll jetzt noch langsam von den Filets runtergehen. Und wenn die dann gleich ein bisschen abgekühlt sind und so bei 30 Grad liegen, nach einer Viertelstunde, dann kann man die Filets dann im Prinzip schön rausnehmen und in die Kühlung tun.